Hallo Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, ich habe meine Elfe, meine Dokkalfar mal ein bisschen umgemodelt. Ich war jetzt nicht beim Hof des Sommers wieder. Ich habe einfach nur geguckt an Rüstungen und habe hier vieles auch rausgeschmissen und jetzt doch nochmal die Robe ersetzt. Kann ich jetzt eigentlich auch wegpacken. Zum Plundern hinzufügen. Ich habe ganz viel zu Plundern hinzugefügt, sodass wir auch ein bisschen Geld machen können, wenn das alles dann verkauft wird und sehe jetzt so aus. So gefällt es mir gerade auch ganz gut. Wir werden uns hier sowieso wahrscheinlich ständig verändern. Und ich bin auch weggelaufen von dem Ort, wo wir zuletzt waren. Da waren ja ganz viele Gegner, aber deswegen bin ich nicht weggelaufen, sondern weil die Questrichtung, sieht man ja da oben blinken, die ganzen gelben Ringe oben rechts im Kreis. Da wollen wir eher hin. So, wer ist denn da? Du bist da. Du kannst aber gut ausweichen. Dann greife ich dich so an. Ich hoffe, ich kann irgendwann auch so toll ausweichen. Mhm. So, war das wieder eine der Kisten? Nö. Plündern. Dann plündern wir den mal. Einfache Bänder, Novizenschnüre, abgewetztes Futter. Aha. Was macht man so damit? Oh. Denk daran, dass du RT gedrückt halten kannst, um auf deine Fähigkeiten zuzugreifen. Ja? Die wissen ganz genau, was ich hier kann und was ich nicht kann. Alles klar. So, das war die. Ich dachte schon, der Bär wollte uns vorhin angreifen. Dabei haben die ja uns bis jetzt noch nie angegriffen. Ich kann jetzt aber nichts hier plündern, oder? Habe ich jetzt was übersehen? Nee. Okay. Gut, dann laufen wir mal hier weiterhin. Hier gibt es nämlich ganz viel zu tun. Ach so, nee, das will ich gar nicht. Kann ich daran schleichen an die? Kann ich so ganz vorsichtig an den Typen daran schleichen? Oder sind das zwei? Das sind zwei. Shit. Es wird nicht sehr wehtun. Okay. Ich bleib mal hier so in dem Winkel, weil da hinten sind noch mehr. Mit Todesnachricht kam denn Wulflack. Oh oh. Was steht denn da so drinne? Bei Gegenstände hier, wo haben wir es denn? Unten bei den Dokumenten bestimmt. Da. Werte Frau Wulflack, mit Bedauern müssen wir euch mitteilen, dass euer Gatte Camden Wulflack im Kampf getötet wurde, als er auf den Mauern von Melsenshire Dienst hatte. Großgeneral Tilera Alpha Armee. Aje. Dieser offizielle Schreiben soll seine Angehörigen darüber in Kenntnis setzen, dass Camden Wulflack von der Alpha Armee in Ausübung seiner Pflicht gestorben ist. Das werden wir wohl leider überreichen müssen, nehme ich mal an. Und wir müssen weiter hierhin. Ich weiß nicht. Komm mal her, du Vogel. Warte mal. Wir schleichen mal. Und das wollte ich jetzt eigentlich... Können wir das hier nicht von hier machen? Der hat mich schon gesehen. Shit. Meine Klinge. Er kostet meine Klinge und ich mache ihn so mit drei Hieben tot. Ist auch schön. Jetzt kommen sie alle. Ich glaube, ich komme zu nah hier ran. Okay, das war ganz gut. Ich kann weitere Transportkisten zerstören.
die hier sind oder auch nicht hier sind. Ich muss mal gucken. Ich gehe nochmal hier runter. Plünder die Leute. Bevor es mir abhanden kommt. Ich habe Sachen eingesammelt, weiß gerade nicht was. Na? Mach mal hier. Ah, okay. So, die habe ich alle eingesammelt. Nee, einer fehlt noch. Erodierende Dolche. Klingt auch richtig gut. Finde ich super. Was haben wir denn hier so im Lager? Der Rucksack. Primitiver Birkenhörner. Edler Lederstief, einem zornischen Eisenhandschuh. Das klingt gut. Ich will alles haben. Alles nehmen. Und die Kiste natürlich kaputt machen. Wir machen alle Kisten kaputt, die wir finden. In der Hoffnung, dass die dann, dass der Quest dann auch irgendwann gelöst ist. So. Dann schaue ich jetzt mal hier in meine Sachen, was ich so Tolles eingesammelt habe. Sehe ich das denn hier irgendwo? Hier haben wir 9. Hier unser Birkenholzdingens. Hier sind die erodierenden Dolche. Das finde ich irgendwie spannend. Sieht auch gut aus. Die lasse ich mal eben drinne. Oder auch nicht. Doch, sie sind ausgerüstet. Sehr gut. Rüstung. Was haben wir hier neu? Lederrüstung. 22. Ich glaube, das ist ganz gut. Oh ja. Das ist gut, dass wir das gefunden haben. Dann kann ja das hier wieder weggepackt werden. Und die haben wir jetzt an. Dann habe ich da immer so einen besseren Überblick. Was ist mit den Dingern hier? 7 und 8. Aber nehmen wir mal trotzdem die hier. Weil die halt plus 5 Volltrefferschaden haben. Das ist auch ganz gut. Obwohl Blocken auch wichtig wäre. Na gut, lassen wir das Blocken mal drinne, damit wir überhaupt auch so ein bisschen Schutz haben. Konsumgut haben wir auch alles Mögliche, aber Gegenstände wollte ich jetzt wegen den Dokumenten hier, was wir noch nicht gelesen hatten. Was war das jetzt? Spinnenmeme und Entsorgungsnotiz. Wo ist denn jetzt hier dieses, genau, Siegberts Tagebuch? War das das? Tagebuch von Siegbert Sarwerth. Sommertag 6, Tagesanbruch. Wieder nichts. Meine Reise ist jung, den Wald weiterhin recht gastfreundlich gegenüber Fremden. Die Warnung auszuschlagen war eine weise Entscheidung. Es gibt keine Rivalen, die Suche nach Ammanns Schlüsseln gehört mir allein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Statuen Ammanns sind überall im Wald zu finden und verspotten mich. Wenn ich nur die Schlüssel finde, kann ich sie öffnen und ihre Schätze sind mein. Bald. Sommer, Tag 13, Dämmerung. Oder was ist so schön, wie ich immer gehört habe. Besonders die gefährlichen Lande nördlich der Mission von St. Odwig. Ich wurde fast von einer Elfe getötet, bis ein mutiger Dorfbewohner aus Gort mich rettete. Er stellte sich als Ugna Otgrave vor, ein seltsamer Name, er kann nur einem Varani gehören. Sommertag 67. Tagesanbruch. Ich habe heute das Haus der Balladen besucht. Mein ganzes Leben als Erwachsener habe ich damit zugebracht, alles über diese legendären Gestalten zu lernen. Selbst ein kurzer Blick war die Reise also wert. Ich glaube inzwischen, dass einer von Ammanns Schlüsseln hinter seinen hohen Häusern liegt. Wenn meine Forschungen stimmen, werde ich bald wissen, wo die Schlüssel sich befinden. Sommer, Tag 83, Dämmerung. Ich habe es vollbracht. Endlich, nachdem ich jahrelang die Annalen von Adessa durchsucht und die Feindlande durchstreift habe, habe ich einen der 5 sagenumwobenen Schlüssel von Ammann gefunden. Wenn ich nur die anderen 4 auch finden könnte. Mhm. Dieses Tagebuch ist klein und voller Wasserflecken. Die Seiten sind abgewetzt, aber intakt. Interessant. Okay. Gut. Das läuft ja schon mal ganz gut hier. Jetzt muss ich hier aber wieder in so ein... Habe ich die hier auch schon alle erledigt? Ich glaube schon. Hier ist wieder so eine Kiste. Ah. Klappt jetzt auch hier mit den 6 von 10. Super. Und hier ist noch was zum Einsammeln. Hier aber nicht. Hier aber. Da. Die Kiste. Prima. 7 von 10 fehlt ja nicht mehr viel. Sreng bezwang im Kampf sie ehrlich. Den Fenian-Kreislauf warte. Der Lohn, ob er konnte die Maid wohl entzücken? Nichts als schwere Last auf ihrem Rücken. Sie lebte unter Sterblichen und handelte mit ihnen. Die ganze Stadt in Furcht nun stand vor ihr und ihrer starken Hand. So, mal eben hier in die Waffen reingucken, nur mal schnell schauen, ob der Bogen besser ist als den, den wir hier haben. Es ist beides irgendwie derselbe und auch beides immer noch dieselbe, dann kann einer ja weg. So, weiter geht's.
Oh, jetzt hört er auf zu reden. Oder hatte er schon aufgehört? Ich wollte den jetzt eigentlich nicht unterbrechen, habe ich aber, glaube ich, aus Versehen. Na gut, dann ist das so. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Können wir hier erstmal nach oben? Hier ist ein Fluss, das sieht eigentlich nach einer gefährlichen Ecke aus. Schaffe ich das? Wenn ich hier einfach so lang marschiere. Hallo? Vielleicht sollte ich auch mal was nehmen. Inventar. Sonst geht es mir hier ganz schnell schlecht. Konsumgut. So, das war's mit ihm. Weg war er. Und eine Kiste. 8 von 10. Voll gut. Wir schaffen das noch. Und was hat er denn hier für mich? Oskar Kratz, Klinge und Birkenholz. Zepter, alles klar. Goodie. Leider ist... Doch, hier ist noch eine Kiste. Also eine Truhe. Stärkende Hammer, primitive Eisenbein, Schnapholzbock. Ich glaube, da ist erstmal nichts bei, was ich will. Was haben wir hier noch? Noch mehr Kisten. Solange die mich hier nicht entdecken. Einfache Bänder. Hier ist aber noch irgendwas. Ihre Dolche haben auch was. Sieht definitiv ganz cool aus. Hallo. Okay. Da war noch eine. 9 von 10. So langsam müssten mal alle Kisten ja hier kaputt sein. Mensch. Ich demoliere hier alles wie eine Irre. Bam, 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 bam. Okay. Gut. Was denn noch? Was denn noch? Ist hier noch eine Kiste in der Ecke oder was ist hier noch? Was ist denn hier? Ach, da ist eine Truhe. Und da hinten sind die Feinde, die langsam näher kommen. Die entdecken mich auch schon. Shit. Hallo, in die Richtung. Gut. Was für ein Stress hier immer. Was habe ich denn hier noch? Goldsäcke, die ich hinterher geschmissen kriege. Hoffe, die sind jetzt endlich mal weg. Was haben wir hier unterm Bäumchen noch stehen? Purpur-Sinterdecke. Okay. Alles klar. Und dann hier die Kiste noch und die Truhe. Die wollte ich. Ja, wir benutzen unseren Dietrich. So langsam komme ich da auch rein. Klappt sogar. Juhu, betäubender Hammer, standhafte Kapuze, Schattenprisma. Oh ja, dann schauen wir doch mal hier in unser Inventar wieder mit der standhaften Kapuze. Die sieht doch super aus, die nehme ich. Die ist besser als die, die ich jetzt habe. Und die machen wir noch kaputt. Die letzte Kiste. Anleitung zum Ärger. Ja, den habe ich wahrscheinlich hier angerichtet. So. Ja. Wie komme ich denn jetzt mal dahin, wo ich eigentlich hin will? Ich will jetzt hier nicht quer durch Amalur rumlaufen. Ich will ja jetzt hier eigentlich mal meinen Quest auch wieder erledigen. Denn es gibt ja noch viel zu tun. Schnell wieder über den Fluss. Wir gehen wieder nach Süden. Kannst du hier runterspringen? Hier kommen die nächsten Gegner. Okay. Ist aber schon ganz schön hier eigentlich. Sehr schön gemacht. Habe ich auch noch gar nicht so wirklich erwähnt irgendwie.
Ich mag ja so Wälder und so, falls ihr es noch nicht wisst, aber eigentlich sollte man es langsam wissen, weil ich gerne solche Spiele auch immer wieder spiele, die so mit Natur und Fantasie zu tun haben. Und ich laufe einfach gerne, vor allem als Waldelfe, durch die Gegend. Ja, das macht Spaß, das ist mein Ding. Finde ich schön. Ich genieße das auch gerne. Ich lasse mich da auch gerne einfach mal so drauf ein, mit den Geschichten und allem drumrum. Ich bin gar nicht so geduldig eigentlich immer, wie es vielleicht wirkt, aber ja. So, jetzt gehen wir mal hier rein, mal gucken, ob wir unsere Quests mal endlich lösen können. Nana Hanri. Alle in Gorhad reden über die Angriffe. Es heißt, dass sich die Rote Legion in die Schatten zurückzieht, aus denen sie gekommen ist. Das verdanken wir alles euch. Ihr habt die Formel gefunden und zerstört. Ihr mögt vielleicht glauben, ihr würdet die Auswirkungen dieser Tat begreifen, aber da täuscht ihr euch. Ihr seid eine Freundin dieses Dorfes. Und von mir, Nana Hanri. Nehmt dies. Es ist nicht viel, aber es vermittelt euch einen Eindruck meiner Dankbarkeit. Dankeschön, Karth, aber da haben wir jetzt auch leider schlechte Nachrichten. Was bekommen wir denn? Einfachen Trank, standhafte Roben und so weiter. Er war so begierig, mir bei meiner Arbeit zu helfen, dass ich mich einfach nicht um seine Vergangenheit gekümmert habe. Ja, diese Katastrophe ist allein meine Schuld. Woher sollte ich denn wissen, dass er ein Kundschafter und Dieb war? Sein Interesse an der Alchemie schien echt zu sein. Und unsere Freundschaft? War sie auch nur vorgetäuscht? Ich weiß es nicht, aber wir können jetzt mal sämtlichen Plunder verkaufen. Tada! So, das finde ich super. Und dann können wir natürlich auch neue Sachen. Jetzt können wir zum Beispiel einen großen Heiltrank kaufen. Wenn wir den jetzt kaufen, helfen wir damit dann eigentlich unserer Freundin? Ich weiß es nicht. Wiedersehen. Das checke ich halt noch nicht. Willkommen. Ich würde jetzt gerne mal, geh mal in deine Quests und dann müsste da doch noch irgendwas stehen. Genau. Nee, das ist es nicht. Das ist das mit dem Wolf. Ich weiß nicht. Ins Licht? Nee, das ist ja unser Hauptquest. Dem müssen wir natürlich auch demnächst folgen. Wenn ich hier ständig nur die Nebenquests mache, dann kommen wir nie weiter in dem Spiel, ist mir klar. Aber ich finde das auch gut, mal zwischendurch zumindest ein paar kleine Nebenquests zu machen. Dann lernt man die Umgebung kennen und irrt nicht so total doof hin und her. Man hat immer so ein kleines Ziel. Man lernt die Umgebung und die Leute ein bisschen mehr kennen und die Gegner natürlich auch. Oder man sieht auch mal eine Höhle oder so, die man sonst vielleicht so auf dem normalen Weg nicht gefunden hätte. Das hilft ein bisschen auch zur Orientierung, finde ich, ab und zu mal so kleine Quests zu machen. Gerade so am Anfang. Was ist denn jetzt mit dieser Frau? Hier, genau. Brücke bauen. Ich will wissen, was ich jetzt hier machen muss, um dieser Dings zu helfen. Ich gehe jetzt nochmal raus und gehe nochmal zur Feier hin, aber ich glaube, ich kann der so nicht helfen. Die müsste doch hier aber noch irgendwo liegen. Oder? Willkommen in Gorhard. Wo denn? Oder ist sie jetzt weg? Oder wie ist das jetzt? Die war ja immer hier. Die ist jetzt automatisch weg, weil wir der jetzt automatisch geholfen haben? Oder wie? Verstehe ich jetzt gerade noch nicht. Was haben wir denn jetzt noch an Rüstung? Hier ist doch alles eigentlich in Ordnung, oder? Standhafte Roben. Ach, das ist eine neue Robe. Wir haben jetzt 75 und 13. Na, ich weiß nicht, wenn das 75 überschlagen würde vom Rüstwert, dann könnte man natürlich auch wieder eine Robe anziehen. Aber das mache ich alles offline. Das mache ich nicht jetzt. Waffen habe ich auch noch. Was ist denn? Muss ich mal schauen? Gegenstände. Ich dachte jetzt eigentlich, dass es irgendwas Spezielles gibt, wie wir der helfen können. Das habe ich jetzt noch nicht kapiert, weil eigentlich müsste das ja dann unter abgeschlossenen beendet. Ja, dann müsste das ja hier unten eigentlich stehen, wenn ich der geholfen hätte. Brücke bauen. Also ich kann entweder eine Rezeptur suchen, Reagenzien sammeln, um den Trank zu brauen. Oder ich finde einen Weg, eine Fiole zu kaufen oder zu stehlen. Warum wird mir das dann nicht angezeigt, wo ich hin soll für die? Das checke ich jetzt noch nicht. Ich will der doch helfen. Ich
will dir doch helfen und weiß nicht wie. Und vor allem ist die hier ja auch gar nicht mehr. Oder liegt die hier noch? Die hat doch hier immer rumgestöhnt. Hallo, Gisela Wulflack. Müssen wir denn nicht auch noch was sagen? Ich bin an so viel Aufregung nicht gewöhnt. Es war schwierig genug, sich in Kriegszeiten an alles anzupassen. Und jetzt müssen wir in unserer eigenen Heimat auf der Hut vor den Tuatha sein. Was soll nur aus dieser Welt werden? Hatten wir nicht da noch das Tagebuch und sowas? Und keine Ahnung, Nachricht für Sie? Ich war die große Liebe eines Müllers, die dann die Frau eines Müllers wurde. Und nun bin ich die Frau eines Soldaten. Es ist meine Pflicht, für meinen Liebsten und all unsere Männer an der Front Wache zu halten. Okay, Gorhard, Kristallkrieg, nö, es interessiert mich eigentlich jetzt alles nicht. Lebt wohl. Tschüss. Und wir können jetzt ihr hier nicht... Wir hatten doch in unserem Konsumgut... Nee, nicht Konsumgut, sondern Gegenstände. Müssen wir da nicht... Das war hier von Siegbert. Todesnachricht, kam den Wulflack, das ist der doch. Muss ich das denn nicht mal... ihr geben? Frau Wulflack, ihr Mann ist tot. Ich will nicht noch mehr tot sehen. Bleibt in der Nähe des Dorfes. Es gibt keinen Grund, es zu verlassen. Das könnt ihr mir glauben. Ach, schnack mal nicht. Ich wurde in diesem Dorf geboren und bin hier auch aufgewachsen. Nun ja, nicht. Ja. Es war ein gutes Leben. Bis der Krieg kam. Ja. Wiedersehen. Ja. Wiedersehen, Frau Wulflack. Es gibt noch genug zu tun auf jeden Fall. Und ich werde mich mal schlau machen, was jetzt hier aus der... Ach, hier ist noch eine Truhe. Hab ich auch noch übersehen. Der ist halt dann keine Sonderlinge. Okay. Gut. Aber ich will ja auch immer nicht deren Sachen klauen. Ich weiß immer gar nicht, welches die offiziellen Truhen. Aber es war schon eine Truhe, wo ich ran darf, glaube ich. Sind dann uns und die Kiste. Ich grüße euch. Die kann ich hier auch kaputt machen, ne? Ja. Ja. Ja, alles kaputt machen. Einfach alles kaputt machen. In den Laden können wir auch nochmal gehen. Was ist mit Dingens? Unsere Pfeile. Die ist auf einmal weg hier. Da hier. Wo ist die Ordnung, die Mitaru uns gegeben hat? Wo ist die Ordnung? Ich sehe keine Ordnung. Keine in der Verschleierung Ordnung. Der Wahrheit. Das ist Chaos. Ja. Das ist, was die Chaos, fürchtet. Sag ich doch. Ich weiß die überhaupt nicht, was ich machen soll. Nee, mach ich nicht. Stattdessen lieber die meiden, die uns mit ihren Lügen aufhetzen Gut. wollen. Und dazu gehören die Brüder von St. Ludwig. Ja. Nieder mit ihnen. Verbrennt sie. Bis dann. Tschüss.